Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Sorry, dass ich beim letzten Mal so extrem abrupt dann aufhören musste, aber das war ein wichtiger Anruf, auf den ich schon gewartet hatte. Da musste ich dran gehen. So, Anschlagbrett. Oh, Livingens Anschlagbrett. Jeden Tag geben die Dorfbewohner ihre aktuellen Aufträge auf dem Anschlagbrett bekannt. Wenn du ihnen die geforderten Gegenstände lieferst, erhältst du eine Belohnung für deine Mühen. Alles klar. Was haben wir denn hier? 10-mal Holz. Ich muss mich mal ganz kurz wegmachen. Um Olivingen weiter aufzubauen, brauchen wir 10-mal Holz. Kannst du uns helfen? Kriegen wir 300 Gold für. Würde ich sagen, machen wir. So, liefern. Die Brücke, die kriegen wir auch so noch fertig. Und da wir dringend Gold brauchen... Oh nein, warum sind die... Was? Warum sind die anderen Aufträge jetzt weg? Ich wollte die Steine auch noch abgeben. Boah. Was ist das? Titelbelohnung. Ach so. Komm zum Olivinger Rathaus, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllt und neue Titel erhalten hast. Dann kannst du dir die Belohnung dafür abholen. Je schwieriger es war, desto wertvoller kann auch die Belohnung dafür sein. Okay, was können wir hier hören? Ach so, auch den Wetterbericht. Gut. Ja, den brauchen wir nicht mehr. Den haben wir schon gehört. Nein, ich hab's wieder angehört. Ja, wir hören uns morgen. Bis morgen. So. Ja, dann hätte ich lieber die Steine abgegeben, weil davon hatte ich sowieso viel zu viele. Bam, bam, bam. Wer ist denn das? Yo. Yo, der Lars. Ach, bist das du in den ganzen Gerüchten, Cuddy? Ich heiße Lars. Ich helfe meinem großen Bruder Clem im Werkzeugladen. Du bist auf einem Moped hergekommen, oder? Zufällig bin ich hier der Zweirad-Experte. Wenn du da mal was brauchst, bist du bei mir richtig. Schön, dich kennenzulernen. Oh, hi, Sam. Wie komme ich auf Sam? Weil er aussieht wie Sam aus Stardew Valley. Dieses Dorf wirkt, als gäbe es hier alles. Aber wenn du mich fragst, ist es in Wirklichkeit nur ein abgelegenes Nest? Naja, es kann auch schön sein, ne? Oh, freundliches Gesicht, Stufe 3. Ich habe so viel mittlerweile hier neu freigeschaltet, das gibt's gar nicht. Was habe ich denn hier eigentlich alles? Aufzeichnungen. Abholzen geringfügig verbessert. Kostet aber... Ach, kostet etwas weniger Energie. Ach, schön. Was habe ich hier bei Kommunikation? Leute freunden sich schneller mit dir an. Das ist natürlich auch nicht unpraktisch. Bam, 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 bam. Was können wir hier machen? Küstenbistro. Ich würde ganz gerne mal erklärt kriegen, wie man angelt. Oder muss ich mir hier einfach die Angel kaufen? Ich denke mal, hier kann ich mir die Angel kaufen. Oh, sorry, ich wollte nicht einfach so ins Familienessen reinplatzen. Sorry. Die Manuela. Du siehst mir wie jemand aus, der noch nie angeln war. Liege ich da richtig? Keine Sorge, jetzt wäre doch eine gute Gelegenheit, es zu lernen. Ich bringe es dir gerne bei, wenn du magst. Zuerst gebe ich dir mal diese Angelrute. Die liegt bei mir nur rum. Ist doch besser, wenn jemand etwas davon hat. Oh, danke schön. Ach, super. Da können wir, so können wir auch Geld verdienen hier. Wir haben immer so viel Energie übrig am nächsten Tag noch. An Gewässern kannst du deine Angel auswerfen. Sobald ein Fisch angebissen hat, musst du die Schnur einholen und deine Kräfte mit ihm messen. Angeln ist nicht kompliziert. Wenn du ein Gewässer siehst, kannst du wahrscheinlich deine Angel dort auswerfen. Schau in Richtung des Wassers, wirf sie aus und sobald etwas am Haken ist, fängst du an, sie wieder einzuholen. Wenn du erstmal genug Erfahrung hast, kannst du bestimmt auch dicke Fische an Land ziehen. Wie... Was? Wie Mi Amor Marcos. Ah, ihr Schatz. Und das war auch schon alles. Du kannst jetzt losziehen. Viel Spaß beim Angeln. Auch cool. Sehr cool. Arglose Anglerin. Ja gut, dann wollen wir doch mal loslegen, oder? Oh ja. Dann können wir doch eigentlich hier direkt mal im Meer angeln. Oder wollen wir uns auf den Steg stellen? Aber hier ist das Schiff. Ich will ja jetzt nicht verreisen oder sowas. Dam, da, dam. Dam, da, dam. Ah, nein!
zwei Werkzeuge fehlen noch. Vielleicht kriegen wir tatsächlich noch irgendwie so eine Art Schwert, dass wir gegen irgendwas kämpfen können, wie bei Stardew. Ich weiß es aber nicht. So. Okay, Fische einholen. Halte Y gedrückt, um einen Fisch einzuholen. Die Haltbarkeit deiner Angel sinkt allmählich. Wenn ein Fisch weiß ist, kannst du ihn langsam an Land ziehen. Oh, Chance, deinen Fang einzuholen. Rote Fische sind wütend und kosten dich Haltbarkeit, also lass in diesem Fall Y wieder los. Blaue Fische sind müde und können leichter eingeholt werden. Okay. Oh! Die blauen können einfach rangeholt werden. Tada! Oh, eine rote Garnele. 25 cm. Hallöle. Also immer wenn die weiß sind, dann dauert es nicht mehr lang, bis sie wieder aggro werden. Und wenn sie aggro waren, dann sind sie müde. Eine Sardine, 42 cm. Was hole ich denn hier alles an Land? Meine Güte, ist ja krass. Die könnte ich natürlich auch in den Kühlschrank tun, werde ich aber erstmal nicht tun. Ich brauche Geld. Boah, das ist ein richtig dickes Vieh. Aber Haltbarkeit der Angel? Geht die dann kaputt? Muss ich dann irgendwann eine neue kaufen? Ich hoffe doch mal nicht. Ach, das links ist die Haltbarkeit der Angel. Und wenn die aufgebraucht ist, dann war der Fisch anscheinend zu schwer. Oh, ja, der war ein bisschen zu schwer. Ein bisschen zu dick wahrscheinlich noch. Der hatte ja auch zwei Ausrufezeichen. Am besten sollte ich den nur einholen, wenn er blau ist und nicht, wenn er weiß ist, weil dann mache ich nämlich die Haltbarkeit von der Angel gar nicht kaputt. Ba-ba-ba-ba, eine Kasami-Krabbe, 44 cm. Komm, wir angeln nochmal. Wir haben gerade so viel in der Oha. Vielleicht wirklich immer nur, wenn er blau ist. Aber ich weiß nicht, ob der Fisch irgendwann ich glaube, jetzt bin ich gerade bei einem guten Verhältnis. Der Fisch ist schon zur Hälfte eingeholt. Jo, diesmal kriegen wir den. Nein, wir kriegen ihn nicht. Also scheinbar dürfen wir auch nicht zu lange brauchen. Ansonsten funktioniert es auch nicht mehr. Ja gut, nächster Versuch. Hierher, Fischi. Okay, der ist wieder leicht einzuholen. Also ich sollte mir wohl auch nicht zu viel Zeit lassen. Ich sollte so eine Mischung finden wohl am besten. Aus allem. Noch eine Kasami-Krabbe. Komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir dann noch rausholen können. So. Ist der Bürgermeister wieder. Laber mir jetzt bloß nichts an die Backe. Ich bin beschäftigt. Schon wieder eine Kasami-Krabbe. Unerfahrene Anglerin. Was haben wir jetzt? Was bringt uns das, der Titel? Wahrscheinlich geht's leichter. Angeln geringfügig verbessert. Ja, ich denk mal. Tintenfischköder. Ah. Ah, das ist der Markus. Hola, schön dich kennenzulernen. Ich bin Markus und bin Fischer. Du bist Kadi, oder? Wir halten hier eng zusammen. Jeder kennt jeden. Komm einfach mal zum Quatschen vorbei. Das können wir machen. Ist es? Der Götz.
Oh, hallo, ich heiße Götz. Ich reise um die Welt, entdecke feine Cuisine und schreibe Zeitschriftenartikel über meine Entdeckungen. Sag Bescheid, wenn du in No Living irgendwelche Delikatessen entdeckst. Okay. Mag die Musik, wer ist das? Der Raoul. Hallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Oh, dein Name ist also Kadi. Ich bin Raoul. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ups. Schiebt er mich hier einfach weg? Ich glaub's nicht. Da stand gerade das Bürgermeistersöhnchen. Der faule Sack. Von Beruf Sohn. Ich hab kein Harz. Verflixt. Das habe ich alles verkauft. Grrr. Hätte ich mal nicht, naja. Kann man nicht ahnen. Ja, da war gerade wieder ein Leck. So. Die Sachen werden wir jetzt auch noch in die Kiste schmeißen. Unser Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Bin noch mal gespannt, nach neuen Klamotten zu gucken. Da freue ich mich auch schon drauf. Die Opale verkaufe ich erstmal nicht, aber die Sachen hier. Immerhin einige auch wirklich mit blauem und mit bronzenem. Ich weiß nicht, was blau bedeutet, was das für eine Güteklasse hier ist in dem Spiel, das weiß ich nicht. Ach ja, ich habe nicht mehr genug Holz. Wie mache ich das? Habe ich den nicht eben einfach so in die Tasche geschmissen? Keine Ahnung. So, mein Hühnchen ist immer noch da drin. Ist immer noch draußen. So. Oh, da ist Harz. Wir können doch mal schnell zurück in die Stadt. Los, auf geht's. Ich weiß nicht, wie viel ich für das Harz bekomme, aber das sollte ich auf jeden Fall noch mal schnell austesten. Das machen wir jetzt auch. Oh, hoffentlich hat es... Oh, ich hoffe, wir können das noch machen hier. Wo haben wir jetzt hier die... Abends in, im Rathaus Musik? Huh. Wie viel kriege ich jetzt? Moment. 200 Gold. Das hat sich ja nochmal gelohnt. Ich glaube, das war ein recht ertragreicher Tag hier. Schön. Sehr schön. Es könnte gerne häufiger so sein. Da-dam. Jetzt wäre ich aber auch schon müde hier. So. Soweit, so gut. Ist das Hühnchen schon wieder drin? Hm. Oh. Gute Nacht, Hinkelotta. So. Ich hatte die schon gestreichelt, oder? Ah, nein, hatte ich heute noch nicht gemacht. Gut, dass ich das noch erledigt habe. So, für heute schlafen gehen. Jawoll. Mal gucken, wie viel wir jetzt nochmal an Geld bekommen von den Sachen in der Truhe. Dafür muss ich mich gleich nochmal kurz ausblenden. 1524 Gold. Das ist natürlich eine angenehme Sache hier. Sehr schön. Läuft doch hier. Oh, heute ist ein regnerischer Tag. Eieiei. Aber das seht ihr heute...
Was ist denn heute mit mir los? Heute gibt's wieder Wortgulasch im Ausverkauf. Verflixt nochmal. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wie das mit dem Regen jetzt läuft. Das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch gerne über ein kostenloses Abo, wenn euch die Videos generell gut gefallen und ihr nichts mehr verpassen möchtet. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!